Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Vor 2 Tagen hat Apex den Trailer zum kommenden System Override oder zu Deutsch Systemüberbrückungsevent veröffentlicht. Am 3. März ist es soweit, da startet dieses Collection Event. Das Event bringt den Kings Canyon zurück. Es bringt ein neues Erbstück für Octane. Es bringt das Level 5 bzw. das Evo Body Shield. Über das habe ich vor 5 Monaten schon mal berichtet, gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Ich zeige euch gleich nochmal den Trailer. Es bringt das Erbstück von Octane, habe ich das schon gesagt. Und vor allem bringt das Event eine komplette Änderung des Erbstückssystems. Es wird nach wie vor gleich bleiben, dass ihr die Chance innerhalb von 500 Packs habt, ein Erbstück zu bekommen. Aber die Art und Weise, wie ihr das bekommt, beziehungsweise nicht das bekommt, was ihr nicht wollt, sondern genau das, was ihr wollt, das wird geändert. Wie genau, kläre ich ganz zum Schluss. Also bleibt bis zum Schluss dran. Es bleibt auf jeden Fall interessant. Ich zeige euch jetzt mal den Trailer und danach möchte ich Stück für Stück so ein bisschen drauf eingehen, was genau das Event bringt, wie es aussieht. Und ich zeige euch hier und da noch ein paar Skins. Es bleibt bis zum Schluss interessant. Bleibt also bis zum Schluss dran. Würde ich mich sehr drüber freuen. Vorab jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Und übrigens nebenbei bemerkt, ich bin endlich mit aktuellen News zurück. Und am Sonntag gibt es dann den ersten Livestream nach 2 Wochen Abstinenz. Viel Spaß jetzt bei den Einzelheiten. Come get some. Move it or die. Triple take, yeah. Triple take here. I may win this thing today. Keep rooting for me. Here I go killing again. Grenade! Yeehaw! Revenant is here. Oh, no! Don't beat yourself up. Leave that to me. Evo shield here. Going to phase. May the gods bless you. Scanning the area. I fall only when the gods bid it. The day is mine. Life is meant to die. You can run, you can hide, but you can't escape yourself. I just do the job. This isn't a costume, it's a uniform. It's who I am. And you will respect it. No matter who you are back in the world, you're in my house now. Jetzt gibt's wie versprochen eine Analyse, eine Kurzanalyse ist jetzt nicht unbedingt. Ich gehe aber nicht auf jede einzelne Szene ein. Ich zeige euch jetzt nicht jeden Skin, weil das wird wirklich zu langsam, zu lang. Ich habe das jetzt gerade schon einmal fertig eingesprochen. Da war ich schon bei über 25 Minuten Gesamtlänge des Videos. Das ist einfach too much. Deswegen erzähle ich euch wirklich nur detailliert jetzt über das Körperschild, was es da zu beachten gibt, wie das funktioniert, wie funktioniert das Event, wann kommt Kings Canyon und so weiter. Ich rede noch mal kurz über den Split 2, über das Erbstücksystem. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Interessant, das kommt ganz zum Schluss und was meine nächsten Projekte sind, sprich Livestream und das nächste kommende Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Analyse, es wird ein paar Minütchen länger, bleibt bis zum Schluss dran, es lohnt sich. Wir haben hier Deja Loot Event bzw. Limited Time Event. Was genau das bedeutet, wird hier schon gesagt, One Ring Pattern per Day. Bedeutet nichts anderes, wenn das Event um 19 Uhr am Dienstag startet, haben wir genau 24 Stunden lang auf der Map World's Edge, das jetzt eine Woche lang so ist, also das Event ist eine Woche lang jetzt auf dem World's Edge, 24 Stunden lang ein und denselben Ring, immer und immer wieder. Wenn wir jetzt theoretisch sagen, hier im Geysir endet die Zone, endet die ganzen 24 Stunden immer die Zone genau hier. Und das finde ich mega, mega interessant. Was aber noch viel interessanter wird, kommt jetzt, und zwar permanent Loot Locations. Wird hier eindrucksvoll erstmal von einem Team angepingt und an einer anderen Stelle, wahrscheinlich an einem anderen Tag, von einem anderen Team.
Bedeutet nichts anderes, eine ganze Woche lang auf dem World's Edge und die andere Woche auf Kings Canyon befindet sich der Loot, den es im Spiel gibt, immer an derselben Position. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wisst, wo ein goldenes oder ein lila Körperschild ist, dann wird das immer an derselben Stelle eine Woche lang auf dem World's Edge zu finden sein. Deswegen können wir davon ausgehen, sobald die ganzen Leute so ein bisschen sich mit der Map und dem Loot vertraut gemacht haben, wo was liegt, können wir davon ausgehen, dass es an bestimmten Stellen eine Massenschlägerei um, was weiß ich, ein goldenes Körperschild und so weiter gibt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren euch auf jeden Fall schon mal auslassen, was ihr von dieser Art von Event haltet. Ich finde es interessant und ich bin gespannt, wie sich das Ganze nachher spielen lässt. Ich befürchte aber so ein bisschen, dass das sehr, sehr eintönig werden könnte. Im Endeffekt ist das dann so, wie als würde fast jeder in die Hotzone springen. So, an der Stelle mache ich nochmal kurz Pause, weil hier wird offiziell auch vorgestellt, dass es die erste Woche auf dem World's Edge ist. Und hier steht es ganz klar, zweite Woche Kings Canyon. Und eine ganz kurze Information nebenbei bemerkt. Also vom 3. bis zum 17. März geht das Event. Und eine Woche später, nach Ende des Events, ist auch Split 1 vorbei. Wer das nicht weiß, Season 4 wird in zwei Splits aufgeteilt. 6 Wochen lang World's Edge im Ranked-Modus und danach 6 Wochen lang Split 2 auf dem Kings Canyon. Ob der Kings Canyon dann auch im Normalmodus am 24. März sozusagen fest im Normalmodus spielbar ist oder nur im Ranked, kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich hoffe jedenfalls, dass der Kings Canyon dann endlich fester Bestandteil bleibt. Für alle, die das nicht wissen, haben wir quasi jetzt in 10 Tagen den Kings Canyon für eine Woche, dann ist er 7 Tage weg und dann kommt er erstmal für 6 Wochen komplett zurück. An der Stelle wird das Evolving Body Shield oder das Evo Shield endlich vorgestellt. Vor 5 Monaten habe ich erstmals darüber berichtet. Blende ich gleich, wenn die letzte Evolutionsstufe eingeblendet wird, blende ich euch mal eine Thumbnail zu diesem Video ein. Dazu aber gleich mehr. Ich erkläre euch jetzt, wie das genau funktioniert und sorry, wenn ich es ein bisschen detaillierter mache, da zieht es sich ein bisschen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt schon das Standard weiße Körperschild von dem Evo-Körperschild unterscheiden, einfach weil diese, ich sag mal, Wolke hier drumherum ist. Wie genau wird dieses Evolving Body Shield funktionieren? Ich drücke nochmal Play, dann erklärt sich einiges von selbst und macht dann gleich nochmal Pause. So, ihr habt es jetzt gesehen, der Bloodhound hat ein bisschen Schaden auf dem Gegner gemacht. Jetzt kommt der nächste Gegner hier oben die Treppe runter. Achtung, und jetzt ist es passiert. Ich halte den Pfeil mal still, damit die Schrift hier verschwindet. Und zwar steht es hier auch oben links, ihr müsst Schaden austeilen, damit sich das Körperschild weiterentwickelt. Haken dabei, ihr seht selber, sobald sich das Körperschild eine Stufe weiterentwickelt hat, müsst ihr das natürlich mit einer Schildzelle aufladen. Ansonsten wäre das wirklich extrem overpowered. Und ihr seht auch, ihr müsst wirklich nur Schaden machen. Ihr müsst den Gegner nicht zwingend töten oder downen. Das reicht völlig aus. Und was ich sehr interessant finde, das ist mir auch erst aufgefallen nach mehrmaligen Schauen. Ich drücke erstmal weiter. Und jetzt schaut mal genau, was gleich passiert, wenn der nächste Schaden ausgeteilt wird. Wir sind hier quasi bei 2 Strichen. Also wer es nicht mitbekommen hat, das Evolving Body Shield hat erstmal nur einen Strich, noch schlechter als das weiße Körperschild. Achtung, was jetzt passiert, wenn die nächste Stufe erreicht wird. Zack. Wir haben quasi eine komplette Stufe übersprungen. Wir haben zwar das blaue Körperschild schon gehabt, aber nur mit 2 Strichen statt 3. Das heißt, wir landen statt von blau auf lila, ist logisch, aber überspringen eine Schildzelle, könnte man quasi sagen. Also ist natürlich die Gefahr groß, bevor man Stufe lila erreicht hat, dass man schneller drauf geht. Und hier möchte ich von euch gerne auch mal, Moment, gehe ich später drauf ein, wir drücken erstmal wieder Play. So, und jetzt wird es nämlich ganz interessant. Pum, Schaden ausgeteilt. Ich mache nochmal den Pfeil hier still, damit die Schrift weggeht. Jetzt haben wir die letzte Stufe erreicht und ihr seht es unten unter dem Helm ist eine zusätzliche Leiste dazugekommen. Das heißt, das Schild ist jetzt stärker als das goldene oder das lila Body Shield. Die sind beide gleich stark. Und jetzt möchte ich von euch gerne mal wissen, und ich blende auch hier oben rechts jetzt mal das Thumbnail zum
Video, was ich vor 5 Monaten über dieses Körperschild veröffentlicht habe. Blende ich euch mal ein, und das finde ich nämlich sehr interessant. Ich habe dieses Körperschild ein bisschen eingefärbt auf die Wunschfarbe, wie ich hoffe, dass es dann, wenn es denn ins Spiel implementiert wird, die Wunschfarbe, die ich gerne hätte, und es ist tatsächlich rot, wie es auch hier tatsächlich wird. Und ich habe in diesem Video eine Umfrage gestartet, und das mache ich auch hier wieder. Wenn ihr die Wahl hättet, ihr habt ein Evo-Shield und ein lilanes beides nebeneinander, welches würdet ihr wählen auf die Gefahr, dass ihr vielleicht schneller drauf geht, weil das Evo Body Shield noch nicht komplett natürlich, evolutioniert ist, weiterentwickelt. Mensch, mir fehlende Worte. Und was ich auch noch ganz interessant finde, bevor es gleich weitergeht, ihr könnt, wenn ihr das Body Shield fallen lasst und einer eurer Teammates nimmt das, dann ist das weiterhin so entwickelt. Er muss nicht von null anfangen. Sprich, auch die Gegner können sich quasi an euch bedienen, was ich eine mega interessante Sache finde. Und noch eine letzte Nice-to-Know-Information für dieses Körperschild. In den 2 Wochen ist dies eine Testphase. Wenn das Event vorbei ist, wird das Evo Body Shield erstmal wieder aus dem Spiel rausfliegen. Und dann werden, ich sage mal, die Metadaten so ein bisschen analysiert, und Respawn hat geschrieben auf der offiziellen EA-Seite, je nachdem wie das Körperschild ankommt oder wie es die Metadaten beeinflusst, kann es sein, dass das Evo-Körperschild ein fester Bestandteil im Spiel wird. Ich gehe aber davon aus, dass das nach dem Event noch einige Wochen dauern wird. So, hier nochmal gestoppt, denn hier wird jetzt erstmalig das Octane-Erbstück gezeigt. Das zeige ich euch kurz, dann zeige ich euch noch ein paar Skins und so eine kleine Tafel, damit ihr seht, wann ihr was freischalten könnt. Das gibt es nämlich auch. Und dann erkläre ich euch, wie das Erbstücksystem in Zukunft funktionieren wird. Hier haben wir das Butterfly. Ich finde das Erbstück absolut geil. Das ist nach dem Boxhandschuhen, würde ich sagen, finde ich das Butterfly mittlerweile besser als das Wraith-Erbstück. Hier blende ich euch jetzt erstmal das Schema ein. Und zwar ist es dasselbe Schema wie beim Grand Soiree Event. Ihr habt quasi täglich neue Herausforderungen, könnt so täglich bis zu 500 Erfahrungspunkte freischalten und in 14 Tagen maximal 7000. Das heißt, die ein oder andere Herausforderung könnt ihr getrost auch mal verpassen und könnt trotzdem die Sachen freischalten. Leider sind das wirklich nicht die spannendsten Skins, die man hier freischaltet. Bei 500 ist es ein Anhänger, bei 1000 ein Revenant Skin, bei 2000 ein Friedensstifter Skin und bei 5000 der höchsten Stufe ein Wingman Skin und noch ein Waffenanhänger, eine Diskette. Ich blende euch jetzt mal noch ein paar bewegte Bilder zu den Skins ein. Ich habe jetzt bewusst nicht in dem Trailer jeden Skin gezeigt, weil das Video, ich habe es gerade schon mal geschnitten, da war ich schon bei 20 Minuten Videolänge. Das ist einfach zu viel für diese Informationen. So, jetzt zeigen wir euch auf jeden Fall mal den Krypto-Skin, den kann man nur aus einem Pack ziehen. Dann kommt jetzt der Revenant-Skin, den wir bei, wie viele Punkte waren es? Waren es 1000? Genau, bei 1000 Punkten bekommen können. Hier noch ein paar bewegte Bilder zu den Skins. Das ist der 5000 Punkte Wingman Skin, der 2000 Punkte Friedensstifter Skin, 301 Skin, ein absolut geiler Skin, den wir nur aus einem Pack ziehen können aus dem Event, und ein Triple Take Skin. Natürlich werden hier nicht alle gezeigt, auf jeden Fall mega geil. Jetzt blende ich euch das Erbstück ein von Octane, was ich mega geil finde. Und ich erzähle euch nebenbei noch ein bisschen was zum Erbstücksystem, was jetzt in Zukunft ab Start des Events kommen wird. Ihr kennt das, es gibt einen, wie hat sich das genannt, einen Pechschutz, was nichts anderes bedeutet als entweder aller 30 Packs mindestens einmal was Legendäres oder alle 500 Packs mindestens ein Erbstück. Ich habe tatsächlich, die meisten von euch haben es gesehen, das Pech gehabt. Ich war wahrscheinlich knapp wirklich bei 500 Packs, was eine Menge ist, habe dann endlich ein Erbstück gezogen, und es war genau das Erbstück von 4, ohne dieses Erbstück jetzt mit einzubeziehen, was mich am wenigsten interessiert hat. Wenn ich diese Information vorher gehabt hätte, hätte ich getrost auf das Pack-Opening verzichtet und hätte das nach dem Event gehabt. In Zukunft wird es so sein. Wir werden aller, wie viel Packs kann ich nicht sagen, aber es wird auch versprochen, spätestens aller 500 Packs hat man besagte Erbstück-Splitter.
genug zusammen. Das heißt, aller, was weiß ich, 30 Packs eventuell, hast du ein paar Erbstücksplitter, die du aus so einem Pack ziehst. Und wenn du irgendwann genug Splitter, ich sag jetzt einfach mal fiktiv eine Zahl von 50, wenn du theoretisch 50 Splitter zusammen hast, gibt es ein spezielles Menü dann logischerweise. Und dann kannst du dir das Erbstück deiner Wahl aussuchen und hast nicht so ein Pech wie ich zum Beispiel mit dem Lifeline-Erbstück. Und es wird auch so sein, also wie versprochen, alle 500 Packs maximal, hast du genug Splitter. Und es wird so sein, wenn du jetzt theoretisch einer der wenigen bist, der schon alle Erbstücke hat, dann ist es nicht so, dass du weiterhin Packs öffnest und weiter Splitter sammelst, sondern danach ist Cut, danach kannst du keine weiteren Splitter einsammeln. Erst wenn ein neues sechstes Erbstück ins Spiel findet, erst dann kannst du auch wieder Splitter aus Packs bekommen. Einfach um dem vorzubeugen, dass du schon mal die Splitter geierst und dann relativ easy das nächste Erbstück ergattern kannst. Finde ich auf jeden Fall eine richtig geile Änderung. Auch hier könnt ihr euch gerne mal in den Kommentaren auslassen, wie ihr diese Variante findet, aber ich gehe davon aus, dass die jeder feiern wird. Okay, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr lasst dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Tipps und Tricks, Livestreams. Übrigens, by the way, wenn ihr heute tagesaktuell zum Samstag das Video seht, morgen gibt es nach 14 Tagen Livestream-Abstinenz endlich wieder ein Livestream gegen frühen Mittag. Ich hoffe, ihr schaltet da ein. Und morgen nach dem Livestream veröffentliche ich noch ein neues Video. Und zwar, was meiner Meinung nach in Season 4 die beste bzw. die Waffe ist, die am meisten unterschätzt wird. Ich hoffe, auch da schaltet ihr ein. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende oder schönes Restwochenende. Ich freue mich auf das Event. Ich werde in dieses Event live rein streamen. Ich werde irgendwann um 17, 18 Uhr spätestens den Livestream starten und streamen dann in das Event rein. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.